Hallo Freunde und willkommen zurück bei EverQuest 2. Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder am Start hier bei EverQuest 2 und zwar 2 Wochen lang mindestens 6 Folgen, wahrscheinlich eher mehr. Gut, ihr wisst sicherlich noch, was wir in der letzten Folge EverQuest 2 gemacht haben. Genau, wir waren mit der Verräterquest beschäftigt und zwar viele, viele Folgen lang. Dann sind wir hier in die Gemeinlande gekommen, genau da, wo ich gerade stehe. Und zwar hier in diesem Turm, da steht ein NPC namens Jill McMartin drin. Der hat eine ganze Menge Aufgaben für uns gehabt, die eigentlich nur einem einzigen Zweck dienten. Und zwar, den Fraktionsstand zu Kainos zu erhöhen, sodass wir dann irgendwann bei einer ausreichend hohen Fraktion Bürger von Kainos werden können. Das Ganze war sehr mühselig und ich fand es im Vergleich zur alten Verräterquest, die es früher mal gab, also damals, wo das Spiel rausgekommen ist und die ersten Jahre danach, sehr, sehr langweilig. Und ich empfand es tatsächlich so, dass die Verräterquest damals wesentlich schöner war. Das war zwar auch sehr aufwendig, aber trotzdem irgendwie spannender, als immer diese blöden Quests hier zu wiederholen. Und genau das habe ich übrigens in eurer Abwesenheit gemacht. Ich habe die Quest fertig gemacht. Wir können mal gerade schauen. Wir gehen mal hier auf meinen Charakterbildschirm. Da können wir mal bei Fraktionen schauen. Da seht ihr es hier, die Stadt Kainos. 13.000 Fraktionspunkte. Liebenswürdig. Damit können wir jetzt Bewohner von Kainos werden. Und jetzt kann das Spiel endlich beginnen. Zumindest haben wir jetzt mal durch diese ganze Verräterquest eines erreicht. Wir haben einen Dunkelelf, der als Heimat Kainos hat. Und das hat nicht jeder Dunkelelf, denn Dunkelelf sind von Natur aus böse. Und wir sind jetzt zu den Guten gewechselt. Genau das wollte ich machen. Das haben wir jetzt geschafft. Es hat im Endeffekt viel länger gedauert, als ich erst gedacht hatte. Aber das ist egal, deswegen habe ich die letzten Wochen genutzt und ab und zu mal offscreen gespielt, um eben diesen Fraktionsstand zu erhöhen, damit wir jetzt sofort loslegen können. Das heißt, ihr habt es gesehen, der Fraktionsstand ist ausreichend genug und wenn ich jetzt hier reingehe zu Jill McMartin, dann bietet er mir die richtige Bürgerschaftsquest für Kainos an. Wir werden das mal testen. Das ist alles übrigens live, ich habe es noch nie vorher gemacht. Das heißt, wir werden sehen, wie es funktioniert und wahrscheinlich werde ich wieder hier und da failen. Aber generell sollte es jetzt besser werden, denn in Kainos kenne ich mich wesentlich besser aus als hier in Freihafen. Im Prinzip bei den Orten, wo wir in den letzten Folgen gewesen sind. Hallo! Hallo, gut, Tysara. Ich denke, es ist an der Zeit für euch, nach Kainos zu gehen. Ihr habt euch das Recht dazu verdient. Ich bin wirklich von euren Bemühungen, ein Kaosianer zu werden, beeindruckt. So, jetzt haben wir hier 2 Möglichkeiten zur Auswahl. Ich bin bereit, meinen Platz in Kainos einzunehmen. Und damit bekommen wir eine neue Aufgabe. Ich habe einen guten Ruf in der Stadt Kainos erlangt. Ich sollte mit Darion im Herrschaftshaus von Kainos im Kapitol-Distrikt sprechen, um Bürger von Kainos zu werden. Und damit verbeugt er sich vor uns. Gut, geht jetzt zu Darion. Ihr werdet euch dabei helfen, ein Bürger zu werden. Es war eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Vielen Dank, Jill. So, jetzt sehe ich hier eine Einblendung, die hat nichts mit der Quest zu tun. Das liegt einfach daran, dass ich hier Free-to-Play spiele, das heißt kostenlos. Und da kommt halt ab und zu mal diese Werbeeinblendung, dass man doch für wenig Geld sich schon einen Gold-Account holen kann. So, das heißt aber auch, wir können jetzt die Gemeinlande, sieht übrigens ziemlich geil aus mit dieser Sonne hier, wir können jetzt diese Gemeinlande, nicht die Gemeinenlande, sondern die Gemeinenlande verlassen. Wir müssen nach Kainos. Und das geht am besten. Ich überlege gerade, wie das am besten geht. Ich mache mal gerade die Karte auf. Ich habe da zwar einen Trick, wie man da ganz leicht hinkommt. Aber ich werde es erstmal anders versuchen, so dass ihr das besser versteht, wie man jetzt von hier aus nach Kainos kommt. Gut, ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Ich habe hier den Ruf zur Gildenhalle. Ich bin ja meiner eigenen Gilde beigetreten vor einiger Zeit. Und da könnte ich jetzt natürlich die Abwechslung oder die Abkürzung nehmen. Einfach den Ruf zur Gildenhalle anklicken, dann dadurch werden wir in die Gildenhalle geportet und ich könnte von dort aus direkt nach Antonika, sprich nach Kainos gehen. Aber ich glaube, das ist nicht so toll. Ich mache lieber den Weg hier zu Fuß. Das war übrigens auch nicht immer so, denn da, wo wir jetzt hinrennen, zu diesem Portal, den gab es am Anfang auch nicht. Man musste wirklich komplett durch die Karte durchlaufen, dann durch den Nektoluswald und von da aus ist man dann zur Donnersteppe gekommen, von der Donnersteppe aus, danach Antonika und war schließlich in Kainos. So war das ganz früher. Und irgendwann später wurden diese Portale eingeführt, wo ich mich jetzt gerade auf dem Weg befinde. Das ist aber okay. Ich glaube, diese Abkürzung können wir gerne nehmen, ohne uns Gedanken zu machen, dass wir das Spiel irgendwie betrogen haben. Denn so ist es ja gedacht. Da vorne seht ihr schon hier dieses Leuchten in den Himmel rein. Das ist das Portal. Genau da wollen wir hin. Ja, und ihr seht,
Trotz der Pause, mein Husten ist immer noch geblieben. Ich bin halt Raucher und das sind so, naja, die Nachteile vom Rauchen. Also nicht nur, dass ich dann irgendwann 30 Jahre früher sterben werde. Nee, ich muss hier auch... ja, da war eine Wache. Die hat mich jetzt erledigt. Ich habe die gar nicht gesehen, beziehungsweise ich habe die schon gesehen, aber ich dachte nicht, dass sie mich angreift. Ihr könnt entweder warten, bis ein Spieler euch wiederbelebt, oder ihr könnt eine Kreuzung für die Wiederbelebung auswählen. Gut, da ich mich hier gerade wiederbeleben, ist eigentlich völlig egal, ob man hier in EverQuest 2 stirbt. Ich muss mich jetzt nur noch wieder zurechtfinden. So, dann gehen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir diesmal keine Wache begegnen und sind sogar ein Stück näher dran. Das ist doch auch nicht schlecht. So, ich gehe jetzt aber mal hier durchs Wasser. Man sieht hier rein theoretisch auch Wellen. Dazu müsste ich aber in die höchste Grafikeinstellung stellen. Und das will ich nicht, weil insbesondere während der Aufnahme ist EverQuest 2 doch relativ langsam. Deswegen spielen wir hier nur ausgeglichen. Aber es sieht auch so ganz gut aus. Und ich meine, man muss immer bedenken, das Spiel ist aus dem Jahre 2004. Und ich muss mich dann immer wieder wundern, wie schön doch diese alten Spiele aussehen. Auch mit diesen Lichteffekten und so weiter. Aus dem Jahre 2004, kaum zu glauben. Ich meine, natürlich sieht es heute ein bisschen besser aus. Aber hätte mich damals jemand gefragt, 2004, wie die Spiele 10 Jahre später, sprich heute 2014 aussehen, da hätte ich gesagt, wahrscheinlich wie echt. Aber so viel Unterschied ist da gar nicht. So, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ziel, trotz der Tatsache, dass wir eben gerade gestorben sind. Aber das ist egal, wie gesagt, es hat hier keine Auswirkungen. Da geht lediglich die Rüstung kaputt und man bekommt hier so ein bisschen Erfahrungsschuld. Das heißt, man levelt etwas langsamer, so als kleiner Nachteil. Aber ansonsten ist es völlig egal. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwas anklicken. Ich weiß noch nicht mehr ganz was. Einfach hier mit der rechten Maustaste genau zu den Türmen reißen. So, und dann gehen wir mal zu Antonika. Das Problem ist, jetzt kommen wir mitten in Antonika raus. Da müssen wir erst nochmal nach Kenos hinlaufen. Aber gut, wir werden das schon schaffen. Ich kann mich übrigens daran erinnern, wir haben die letzte Folge EverQuest 2 in Antonika beendet. Da hatten wir auch wieder eine Quest zu erledigen für die Verräter-Quest, die ich ja jetzt schon abgeschlossen habe. Ich dachte mir aber, okay, das müssen wir jetzt nicht mehr zusammen machen. Es ist vielleicht interessanter, wenn ich direkt die Verräter-Quest abgeschlossen habe und es dann wirklich endlich mal losgehen kann. Da unten das Windpirscherdorf. Schön anzusehen. Ja, und willkommen in Antonika. Einer meiner Lieblingsorte hier im Spiel. Wir sind übrigens vom Levelbereich, wir sind aktuell Level 15. Die letzte Folge haben wir mit Level 14 beendet. Das heißt, ich bin in der Zwischenzeit auch nur ein Level gestiegen. Wenn auch schon wieder kurz vor dem nächsten Level ab. Das heißt, wir sind bald Level 16 und sind damit genau im richtigen Bereich für Antonika. Denn das ist hier so der Levelbereich, ja, 12 bis 20, so ungefähr. Hier gibt es für alle was. Und ich glaube, da hinten gibt es sogar ein paar Epic-Gegner. Aber die sind nicht immer da und da müssen wir ja auch nicht hingehen, weil die machen uns sowieso kalt. So, da ist ein Hund, ein Wolf, erzürnter Wolf. Der ist gelb, das heißt, ähnlich wie in anderen Spielen. Die weiße Farbe bedeutet auf dem gleichen Level gelb etwas höher, rot sehr viel höher, blau etwas darunter, grün viel darunter und grau heißt weit, weit darunter. Bekommt man auch keine Erfahrungspunkte mehr, aber man hat hier einen großen Vorteil zu anderen Rollenspielen. Grauen Gegner, die greifen auch nicht mehr an, das heißt, wenn wir irgendwann mal mit Level 30 durch Antonika laufen, dann wird hier alles grau sein und wir können mitten durchlaufen, ohne dass auch nur ein einziger Gegner angreifen wird. So, ich sollte aber nicht so viel reden. Ich sollte mehr aufpassen, sonst geht es mir nämlich so wie gerade eben, als wir von der Wache erledigt wurden. Ich kenne den Weg so ungefähr auswendig, das heißt, ich muss da jetzt nicht auf die Karte gucken stundenlang. So, wir gehen da mal weiter. Ja, und hier Antonika, das wird übrigens der Ort sein, der uns die nächsten Folgen beschäftigen wird. Jetzt momentan müssen wir nach Kenos, zum Herrschaftshaus. So, wer greift mich da an? Ach, so eine Distelviper. Aber ich renne jetzt einfach mal weiter. Das Problem ist nämlich auch, dass unsere Rüstung doch sehr, sehr bescheiden ist. Das heißt, gelbe Gegner können uns durchaus bedrohlich werden. Ich muss mich erst upgraden. Mit Ausrüstung, Kleidung und vor allen Dingen auch mit Zaubersprüchen, denn auch die müssen hier bei EverQuest 2 abgegradet werden. Man hat jeden Zauberspruch in verschiedenen Leveln, das heißt, wenn man jetzt hier mal schaut zum Beispiel, der leuchtet hier gerade rot, auflösen, Nummer 3 und dahinter in Klammern steht Geselle. Das ist die Wertigkeit dieses Zauberspruchs und umso höher,
Umso besser, umso mehr schlägt der Zauberspruch ein. Und den kann man natürlich upgraden und sogar meistern. Also bis hin zum Meister. Und da ist er richtig gut. Bringt nur momentan in dem momentanen Level nicht viel. Da wir sowieso im Level sehr schnell aufsteigen. Und wenn man da hier diese Zaubersprüche upgraden würde und vielleicht ein Vermögen dafür ausgeben müsste, um diese Upgrades zu bekommen, so bringt einem das nichts, weil man sowieso bald wieder 5 Level weiter ist und dann ist ja dieser Zauberspruch sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Von daher sollten wir das ziemlich langsam angehen. Was wir allerdings auf jeden Fall machen müssen, das ist eine bessere Rüstung. Die werden wir uns auch in den nächsten Folgen noch beschaffen, aber heute noch nicht. Heute laufen wir mal hier durch Antonika durch und versuchen das Herrschaftshaus zu finden, was ich nämlich momentan gar nicht weiß, wo es ist. Denn wie gesagt, die Verräterquest gab es früher nicht in dieser Form. Ich musste damals noch nie zu einem Herrschaftshaus. Wir müssen es jetzt live on stage suchen. Auch hier sieht man übrigens wieder, Kainos ist unter so einer Kuppel verschwunden. Das war die letzte Erweiterung, dessen Story mir momentan nicht bekannt ist. Aber es hat auf jeden Fall was mit der Erweiterung zu tun. Wahrscheinlich müsste man in Kainos einfach nur eine Quest aktivieren und dann wird man in der Story eingeführt. Aber das sollten wir uns jetzt erstmal nicht beschäftigen. Ich will jetzt erstmal vor allen Dingen Bürger von Kainos werden, damit wir dann die dritte Staffel von EverQuest 2 so starten können, wie ich es ursprünglich gewollt habe. Und zwar alles systematisch abzuarbeiten, die ganzen Erbequests und so weiter, sodass dann ein bisschen eine Logik dahinter ist und es trotzdem Spaß macht. So wie die anderen Spiele auch. Okay. Ja, und da weiß der Kryo nicht mehr, was er sagen soll. Nee, den Moment werdet ihr wahrscheinlich nicht erleben. Ich weiß eigentlich immer, was ich sagen soll. Ich muss nur manchmal überlegen. Aber wir sind ohnehin gleich in Kainos. Ist halt ein ganzes Stück weit weg. Pferd haben wir noch keins. Sonst würde ich natürlich mit Pferd reiten. Wobei das bei EverQuest 2 auch nicht so ganz schön gelöst ist. Früher war das mal was ganz Besonderes, wenn man ein Pferd hatte. Ich weiß noch, ich habe ewig lange gebraucht, bis ich mein erstes Pferd hatte. Und das hat richtig viel Geld gekostet. Und dann hatte ich eins. Und dann hatte ich eins und dann war es das Geilste, was es überhaupt gab. Ich hatte ein Pferd bei EverQuest 2. Das hatte damals nicht jeder. Schade eigentlich, dass das alles so vereinfacht worden ist. Früher hatte man sich wirklich noch gefreut über gewisse Sachen. Und heute hat, ja, ich sag's mal, wie es ist, jeder Depp ein Pferd. Das war früher definitiv nicht so. Ja, worauf wollte ich hinaus? Dass das Pferdereiten eigentlich gar nicht mehr so toll ist. Denn mit Geschwindigkeiten von 200% und so weiter, was es früher gar nicht gab, dann wird das Pferdereiten irgendwie so unrealistisch. Du rennst hier rum oder du fliegst ja fast schon bei der Geschwindigkeit durch die Gegend mit einem Pferd. Ich finde das immer ein bisschen doof. Fand ich eigentlich oder empfinde ich als zu schnell, da ist man jetzt übers Ziel hinausgeschossen. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. So, das ist Kainos. Wie man sieht, die Wachen sind rot, aber nicht aggressiv. Und die waren früher aggressiv gewesen. Nur sind wir jetzt beliebter Bürger, nicht Bürger, Bürger sind wir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall beliebt bei Kainos, in Kainos. Und deswegen können wir jetzt ganz offen reinlaufen, ohne dass uns da jemand angreift. Zum Kainos Regierungsviertel. Genau da wollte ich hin. Möglicherweise wird sogar auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen. Bei manchen neuen Quests ist es so, dass es angezeigt wird, bei älteren Quests in der Regel nicht. Das heißt, da ist es wirklich noch oldschool, da musst du suchen, da hast du zwar eine Karte, aber du weißt gar nicht, wo du hin musst. Und da haben wir die wunderschöne Melodie von Kainos. So, ihr habt Folgendes entdeckt, Nord Kainos, hier waren wir noch nie, zumindest nicht in dieser Staffel. Nicht mit diesem Charakter. Ich schaue mal auf der Karte, ob da was eingezeichnet ist und es ist tatsächlich eingezeichnet. Da unten. Bürger von Kainos werden. Ja, ich sagte ja, die neueren Quests, da hast du immer so Hilfspunkte. Bei den älteren Quests gibt es in der Regel nicht. Hier haben wir auch einen anderen Spieler. Moonblood. Ah, ein hübsches Mädel. Und wir gehen jetzt einfach mal zum Ziel. Und wie es da weitergeht, ich habe keine Ahnung. Wir werden das sehen. Na Leute, alles klar. Hier in dieser Taverne habe ich früher mal gewohnt. Als ich noch ernsthaft EverQuest 2 gespielt habe, also nicht mit dem Aufnehmen, sondern richtig in der Gelde, da war hier meine Wohnung gewesen, meine Behausung. Und auch das ist ja jetzt anders geworden. Man kann zwar immer noch die Wohnung mieten, hat aber in der Regel Wohnungen durch irgendwelche Rewards oder sowas, so dass man sich die Wohnung gar nicht mehr kaufen muss. Man hat sie einfach. So, wenn wir jetzt in dieser Richtung bleiben, kommen wir direkt zum Ziel.
Aber die Wachen sehen auch geil aus. So geil sahen die früher nicht aus. Guck mal, was für eine Rüstung, ey. Ich will auch so ein Ding haben. Ich meine, ich bin zwar kein Krieger, aber eine schicke Rüstung, das wäre es natürlich schon. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, rein. Zumindest, wenn man der Karte Glauben schenken darf. Die Herrscherin von Kainos. So, wo müssen wir hin? Hier leuchtet nichts. Wir sollen mit Darion reden. So, die Frage ist, wo ist Darion? Der ist wahrscheinlich im oberen Stockwerk. Könnte auf jeden Fall sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Wir werden ihn schon finden. Da ist er. Da ist er. Hello. Kann ich euch helfen? Man sagte mir, ihr könntet mir helfen. Mein Leben lang habe ich anderen geholfen. Was soll ich jetzt genau tun? Ich möchte Bürger von Kainos werden. Die Bürgerschaft bekommt man nicht einfach so, aber ich weiß, wie man sie erlangen kann. Die Anführerin der Knappen, Shay Tivati, sagte mir schon, ihr würdet danach fragen. Thysara, sagt mir, warum ihr Bürger werden wollt, dann weiß ich, was ihr tun müsst. So, ja, habe ich schon befürchtet, wahrscheinlich werden wir nicht direkt Bürger. Wir müssen erstmal wieder ein paar Aufgaben erledigen, aber zumindest ist die lästige Verräterquest abgeschlossen. Jetzt geht es nur um die Bürgerschaft. Und dann muss ich mal gucken, was es hier gibt. Ich möchte mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Freihafen ist nicht der richtige Ort für jemanden wie mich. Ich möchte anderen helfen und der Gemeinde etwas zurückgeben. Man sagt, die Straßen von Kainos sind mit Gold gepflastert. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist. Ich weiß wirklich nicht, warum. Es fühlt sich einfach richtig an. Ich würde gerne erstmal darüber nachdenken, bevor ich antworte. Nun, dann machen wir hier Folgendes. Ich möchte anderen helfen und der Gemeinde etwas zurückgeben. Ihr habt die Gabe des Dienens, ein allgemeines Merkmal von Kainosianern. Hilfreich, geduldig und einsichtig. Ihr seht jemanden in Not und tut, was immer getan werden muss, um zu helfen. Wir können uns glücklich schätzen, jemanden wie euch bei uns aufzunehmen. Danke, was muss ich tun? Ihr solltet mit dem Dienst an unserer Gemeinschaft beginnen. Die Straßen von Antonika sind immer wieder gesäumt von Müll, den ihr wegräumen müsst. Dieser Dienst ist auch eine finanzielle Investition in die Zukunft. Bitte sprecht mit Ordensmann Montego in Nesselheim, um etwas über Wohltätigkeit zu erfahren. Ich bin bereit. So, damit haben wir diese Aufgabe erfüllt. Und die nächste bekommen wir sogleich. Ihr seid auf dem richtigen Weg. So, neue Quest. Ich will schon so lange Bürger von Kainos werden. Es ist fast wie ein Traum. Das stimmt allerdings. Bald wird mein Traum Wirklichkeit werden. Vorausgesetzt, ich kann die Erwartungen erfüllen, auf die man hier in Bezug auf den Dienst an der Gemeinde und die Selbstlosigkeit Wert legt. So, das heißt, wir müssen wieder zurück nach Antonika, ein bisschen Müll sammeln. Ich muss entlang der Landstraße von Antonika Müll entsorgen. Müll entsorgen? Das hört sich fast so an, als würde ich jetzt mit meinem Auto vorbeikommen in Antonika und einfach Müll in den Wald kippen. Aber ich glaube, die meinen das andersrum. Den Müll einsammeln. Ist ja auch entsorgen, logisch. Aber wenn ich sage, ich entsorge meinen Müll, dann heißt es immer, dass ich irgendwo hinschmeiße. Deswegen klingt das jetzt im ersten Moment so ein bisschen komisch für mich. So, ich glaube, wir können hier direkt raus nach Antonika. Das sind wir hier zwar im Süden und nicht im Norden, wo wir reingekommen sind, aber das ist ja egal. Die Straße von Antonika, das müsste einfach die Hauptstraße sein, wenn wir hier weiterlaufen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Müll sammeln. Entsorgen, ne? Kriegen wir schon. Ich glaube, ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee. So, willkommen in Antonika. Wir können mal auf die Karte schauen und ihr seht diese zwei Wege hier. Im Süden, das habe ich da aus Versehen draufgeklickt, im Süden und im Norden. Die sind hellgrün markiert, das heißt, auf diesem Weg können wir Müll finden. Und es geht bis hierhin. Da müsste irgendwo schon der Eingang zu den, wie heißt es nochmal? Genau, irgendwas mit Knollen. Das sind ganz viele Knolle, ich habe das total vergessen. Muss doch hier irgendwo stehen. Da, warte mal. Nee, Donnersteppe. Ich klicke da immer aus Versehen drauf. Blackball. Genau, zum Blackball. Der ist da vorne. Wir können bis da hinten hin. Aber ich schätze mal, dass auf dem Hälfte der Weg, da haben wir schon genug Müll gesammelt. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter hier. So, wir können uns entscheiden, ob wir hier in den Norden gehen oder ob wir da im Süden bleiben. Ich gehe jetzt erst einmal diese Richtung. Da ist ein Müllhaufen. War da auch ein Müllhaufen? Ja, tatsächlich. Wie viel braucht man denn da? 30 Stück, alter Schwede.
Beziehungsweise, ich will gerade mal was schauen. Ja, mein Inventar ist nämlich vollgemüllt. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch aufpassen. Momentan haben wir noch ein bisschen Platz, aber das kann sich ruckzuck ändern. Ich habe jetzt so viel gemacht in der Abwesenheit, aber eins habe ich nicht gemacht. Und zwar mein Inventar aufgeräumt. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So, der zweite Müllhaufen, der dritte folgt zugleich. Ja, ist so ein bisschen eine sehr einfache Quest. Wir könnten eigentlich die Zeit nutzen und auch ein bisschen sammeln zu üben. Mal gucken, wenn hier was rumliegt, dann werden wir es auch sammeln. Da vorne liegt Holz, aber das ist kein sammelbares Holz. Hier an der Straße gibt es wahrscheinlich eher wenig zu sammeln. Aber wir schauen mal. Wenn wir da irgendwo vorbeikommen, dann werde ich auch was einsammeln. Denn wir brauchen unseren Sammelskill später, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Und so weiter. Und ohne ausreichend Sammelskill wird es dann natürlich ziemlich schwierig. 5 Stück haben wir gefunden. 30 brauchen wir. Das dauert also noch eine ganze Weile. So. Einfach die Straße entlang. Ja, wie gesagt, ich glaube bis zur Hälfte, da haben wir es etwa geschafft. Wir sind hier jetzt noch ganz am Anfang. Und es wird wohl auch noch ein paar Minuten dauern. Aber wie gesagt, zum Sammeln sehe ich hier überhaupt gar nichts irgendwie. Das ist alles voll mit irgendwelchen Viechern, Ratten, Schlangen und so weiter. Aber zum Sammeln sehe ich da jetzt nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob wir einen Antonika überhaupt schon sammeln können. Denn Antonika ist die zweite Stufe schon, was das Sammeln und so betrifft. Und wir haben ja nie so wirklich gesammelt stundenlang. Wir müssen es einfach mal testen, ob man hier sammeln kann. Aber ich finde gerade nichts, außer diese Müllhaufen hier. So, und den da vorne sammeln wir auch noch ein. Sehr schön. Und wie viel haben wir jetzt? 10. Also ein Drittel haben wir schon. Gut, Freunde. Ich glaube, für die erste Folge soll es das gewesen sein. Wir sind auf dem besten Wege, Einwohner von Kenos zu werden. Die Verräterquest liegt hinter uns. Jetzt geht es wirklich um die Bürgerschaft. Und das werden wir auch noch schaffen. Wir sehen uns übermorgen. Macht's gut, bis dann.